Das ist sie. Eine Viruszelle, die bereits über 1000 Menschenleben forderte. Ebola. Mittlerweile ist die Epidemie in Westafrika von der Weltgesundheitsorganisation als internationaler Gesundheitsnotfall eingestuft worden. Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen hat bereits über 600 Ärzte und Helfer in die Krisengebiete geschickt. Einer von ihnen ist Dr. Thomas Kratz, ein Allgemeinmediziner aus Berlin. Bis vor wenigen Wochen hat auch er in Sierra Leone mitgeholfen. Am stärksten hängen geblieben ist, kann ich sagen, mein letzter Arbeitstag, wo wir zum Abend hin letztendlich mit 21 Patienten am Stück überrannt worden sind. Da war ich 18 Stunden an dem Tag in Arbeit, hatte zuvor schon den Tod von zwei Patienten erlebt, hatte mit einem 14-jährigen Mädchen, was letztendlich nach ihrem Vater, den sie an Ebola verloren hatte, auch noch dem Mutter an Ebola verloren, gesprochen, was mich mitgenommen hat. Ebola ist nicht mit einer speziellen Therapie heilbar. Lediglich das Immunsystem kann gestärkt werden. Eines der Kernprobleme liegt in der schnellen Ansteckungsgefahr. Speziell in Westafrika passiert diese häufig bei Beerdigungen. Beim Leichnam gibt es die höchste Viruslast, sodass Leichname das ansteckendste sind, was es überhaupt gibt. Dementsprechend sind ungeschützte Beerdigungen, wo ja nach kulturellem Ritus in Westafrika Leichname angefasst werden, umarmt werden, geküsst werden, das Gefährlichste, was es überhaupt gibt. Obwohl bereits viele internationale Helfer vor Ort ihr Bestes gegeben haben, unter Kontrolle ist die Epidemie noch lange nicht. Es wird keine einfache Zeit werden. Ich denke, es wird noch Monate dauern, bis es sich stabilisiert hat. Dieser Ausbruch momentan ist nicht unter Kontrolle. Allerdings haben wir, wenn alle Akteure, Weltgesundheitsorganisation, Ärzte ohne Grenzen, andere Nichtregierungsorganisationen und die nationalen Regierungen der beteiligten Länder in einem Boot sitzen, eine gute Chance, das Ganze in den Griff zu kriegen. Für die Helfer vor Ort eine Extremsituation. Der Einsatz hat auch Thomas Kratz verändert. Eine Woche lang, so erzählt er, stand er zurück in Berlin völlig neben sich.